willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, dass ich hier Kuchen in der Hand halte, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn wie ihr im letzten Video gesehen habt, hier oben, habe ich erwähnt, dass ich mal wieder ein Rezeptvideo hochladen werde. Und ich habe mich diesmal für einen veganen Marmorkuchen entschieden. Es geht nämlich auch gleich zum Geburtstag meiner Schwester und die hat sich den nämlich gewünscht. Ihr braucht für diesen leckeren Kuchen, der wirklich jedem schmeckt, überhaupt nicht viele Zutaten. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen möchtet, wie man den backt, dann bleibt doch einfach dran. Übrigens, ich bin auch gerade dabei, noch ein Rezeptvideo zu drehen. Und zwar nach einem Rezept, wo ihr mich ganz oft nachgefragt habt, nachdem ich mein erstes Food Diary hochgeladen habe. Also seid gespannt und ihr könnt euch schon mal aufs nächste Video freuen. Kommen wir zu den Zutaten. Da braucht ihr 200 ml Pflanzenmilch, 250 Gramm Mehl, 180 Gramm Zucker und 100 Gramm weiche Butter. 2 Esslöffel Backkakao, 1,5 Päckchen Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker. Ich hatte leider nur Vanillinzucker zu Hause. Optional Zartbitterschokolade. Für die Glasur und für innen mache ich immer so ein paar Zartbitterstücke rein. Und wer möchte, auch optional irgendein Topping. Ich habe mich jetzt hier für Dinkel Crunchies entschieden. Den Backofen könnt ihr dann schon auf 180 Grad vorheizen. Anschließend habe ich dann schon die Form eingefettet. Ihr könnt natürlich auch ganz normal so eine Google-Hoop-Form nehmen. Ich habe jetzt hier allerdings nur so eine Kastenform. Das funktioniert genauso gut, hat nur dann nicht diese typische Marmorkuchenform. Am Ende streue ich immer ganz gerne noch ein bisschen Mehl drüber, dass dann wirklich auch nichts anhaftet in der Form. So, jetzt starten wir auch mal damit, den Kuchen zu machen. Und zwar gebt ihr einfach die geschmolzene Butter, den Zucker und den Vanillezucker, beziehungsweise in meinem Fall jetzt das Vanillinpäckchen, in eine Schüssel und rührt das Ganze cremig. Das dauert wirklich so seine 5 Minuten, also ja, da kommt ein bisschen Arbeit auf euch zu, deswegen habe ich mich für meine Küchenmaschine entschieden. Wenn die Zutaten richtig schön cremig verrührt sind, dann könnt ihr damit anfangen, das Backpulver unter das Mehl zu mischen. Jetzt gebt ihr immer abwechselnd ein bisschen Mehl und Milch in den Teig. Wenn ihr mal etwas zu viel Flüssigkeit nehmt, dann gebt ein bisschen mehr Mehl hinzu. Wenn ihr mal ein bisschen zu viel Mehl habt, gebt ihr ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzu. Das macht ihr einfach so lange abwechselnd und gleichmäßig, bis alles aufgebraucht ist. Wenn euer Teig so aussieht und ganz glatt gerührt ist, dann gehen wir ran und teilen den Teig auf. Also holt euch irgendwie eine zweite Schüssel, holt euch auch gerne eine zweite Rührschüssel. Macht es nicht so wie ich habe hier so eine kleine Müslischale genommen, das war viel zu klein. Ich habe aber auch viel zu viel Teig genommen. Es ist nämlich so, dass wir ein bisschen weniger als die Hälfte, also ein Drittel ungefähr, nur rausnehmen müssen. Und dieser wird dann mit Backkakao eingefärbt.
Ich habe ein bisschen zu viel genommen, das werdet ihr auch gleich noch sehen. Dadurch ist der Teig fest geworden und hat sich nicht mehr so gut verarbeiten lassen. Die kleinere Portion des Teigs wird jetzt mit 2 Esslöffeln Backkakao eingefärbt. Das war in dieser kleinen Schüssel gar nicht so einfach, deswegen empfehle ich euch wirklich eine größere Rührschüssel zu nehmen und weniger Teig. Das stellen wir dann erstmal zur Seite und widmen uns der Schokolade. Dazu habe ich einen Zartbitterblock genommen und 50 Gramm abgeteilt. Und von dem Schokostück habe ich dann großzügig einfach Schokolade abgeschnitten, dass so kleine Schokoschunks entstehen, die ich dann später unter den Teig mitrühre. Wie gesagt, das Ganze ist optional, das müsst ihr nicht, aber es ist ganz lecker und dadurch wird der Teig nochmal so ein bisschen saftiger und man beißt zwischendurch auf so richtig dicke Schokostücke. Jetzt kommt der Teig in die Form und da könnt ihr euch entscheiden, entweder gebt ihr den hellen und den dunklen Teig abwechselnd mit der Kelle in die Form oder ihr macht es so wie ich. Ich gebe zuerst den hellen Teig in die Form und anschließend den dunklen. Durch die kleine Schüssel, die ich gewählt habe, konnte ich den Backkakao nur nicht so gut in den Teig mit einarbeiten. Deswegen ist der dunkle Teig leider viel fester geworden als der helle Teig. Anschließend habe ich dann die Schokostücke mit über den Teig gegeben. Jetzt wird der dunkle Teig unter den hellen Teig gehoben. Das ging bei mir leider nicht so gut, weil wie gesagt der Teig so fest war. Deswegen war das mehr ein Umrühren. Im Normalfall lässt sich der Teig ganz einfach unterheben. Nach ca. 45 Minuten ist der Kuchen dann auch fertig. Macht ruhig zwischendurch mal die Stäbchenprobe, denn jeder Ofen ist ja bekanntlich anders. Lasst ihn ruhig etwas abkühlen und holt ihn dann anschließend aus der Form. Jetzt kommen wir zu der Glasur. Dazu habe ich einfach nochmal 50 Gramm, also so einen kleinen Block, mit etwas Butter zusammengeschmolzen, mit Sojola natürlich. Und gebe das Ganze jetzt mit einem Pinsel oben drüber und mache so eine richtig schöne dicke Schokoschicht daraus.
Ich gebe auch direkt die Dinkel-Crunchies drüber, denn jetzt ist die Schokolade noch nicht fest geworden und somit hält das Ganze viel besser. Wie gesagt, das ist auch optional. Ihr könnt auch nochmal Schokoladenstückchen oben drüber machen. Nussstückchen schmeckt auch super lecker. Oder mit diesen bunten Zuckerstreuseln wird der Kuchen auch nochmal ein richtiger Hingucker. Und fertig ist euer veganer Marmorkuchen. Ihr seht, das Rezept ist wirklich ganz einfach. Ihr braucht überhaupt nicht viel und er schmeckt einfach super lecker. Vielen Dank fürs Zusehen.